Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über die Umkehrung der negativen sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie. Aber reden wir tatsächlich über die Folgen der Krankheit Covid-19? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir reden hier heute über die Folgen der Maßnahmen, die unsere Regierung beschlossen haben. Und da reden wir in erster Linie über die Nebenwirkungen des Lockdowns. Und ich möchte ganz deutlich feststellen, dieser Lockdown war planlos und er war sinnlos. Das deutsche Gesundheitssystem zum Beispiel war zu keinem Zeitpunkt auch nur am Rande der Überlastung. Und gleichzeitig haben wir mitten in dieser Krise Krankenhäuser geschlossen und Intensivbetten abgebaut. Das sind leider Fakten. Und nun reden wir über die Folgen. Über die Folgen der Maßnahmen, die Regierung beschlossen haben für unsere Bevölkerung. Und diese Maßnahmen und diese Folgen sind tatsächlich verheerend. Die richtigen Gruppen wurden angesprochen, Herr Kommissar. Sie haben die Kinder angesprochen. Kitas und Schulen hätten niemals geschlossen werden dürfen. Es war medizinisch in keinster Weise begründet und die Folgen sind katastrophal. Übergewicht und Konzentrationsstörungen bei Kindern sind heute Normalität. Und Herr Kommissar, Sie haben die Frauen angesprochen. Die Frauen haben tatsächlich die meiste Last getragen. Sie mussten ihre Kinder erziehen. Viele sind alleinerziehend. Die, die nicht alleinerziehend sind, haben massive Probleme bekommen in ihren Beziehungen zum Beispiel. Die Zahl der häuslichen Gewalt ist explodiert. In meiner Heimat Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, konnte von November bis Januar keine einzige Frau und kein einziges Kind in Frauenhäusern aufgenommen werden, weil die Plätze völlig überlastet waren. Also wir alle, wenn wir uns so als Politiker sehen, wir haben diese Probleme gemacht. Und diesen Mist müssen wir jetzt auch ausbaden. Und es war nicht die Krankheit, wir waren es, unsere Entscheidung, die uns zu diesen Problemen geführt haben. Die jetzt die Menschen, und tatsächlich wurde auch wieder richtig gesagt, die Schwächsten der Schwachen, die müssen das ausbaden. Nicht die Starken, die haben profitiert in dieser Krise. Also ich fordere ganz klar, lasst uns in Zukunft eine Politik mit Verstand machen, mit Augenmaß und nie mehr Lockdown. Danke. Danke, Madame Leila